Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer, Herr Rüße, das ist ganz toll. Das klingt nach einer super Zusammenarbeit, in 2,5 Jahren einen einzigen Antrag von uns anzunehmen. Wenn der nicht angenommen wäre, wäre das ein ökologischer Selbstmord gewesen. Dementsprechend war das zwingend erforderlich. Und Frau Schulze-Vöcking, so um die Uhrzeit ist auch sicherlich Ihr Intro noch steigerungsfähig. Ich könnte ja anfangen mit: Neulich haben sich kleine Kinder schreiend an meine Beine geworfen, weil immer wieder Rehkitze bei Wildunfällen ums Leben kommen. Da muss etwas getan werden. So, Minister Remmel sagte, es wäre schön und wünschenswert, wenn was eingebracht wird. Wir haben was eingebracht. Wir haben uns mit der Biodiversitätsstrategie beschäftigt und was wir gut finden, was Ihr Ministerium auch in Austausch mit uns sehr gut findet und was auch Ihr Strategiepapier sehr gut findet, das sind Grünbrücken. Und so ein Papier ist ja ganz nett, aber wir finden, umsetzen ist noch netter. Und dementsprechend sagen wir, es muss noch mehr Grünbrücken geben. Wir haben hier in NRW 30.000 Kilometer an Straße. Das ist 11% der Strecke der gesamten Bundesrepublik. Zusätzlich kommen noch Kanäle, es kommen noch Bahntrassen dazu. Und damit die Tiere ausreichend Raum haben, sind sie gezwungen, hin und wieder diese Straßennetze zu queren. Und dann kommt es eben zu Wildunfällen. Und bei 30.000 Kilometern finden wir 9 aktuell bestehende Grünbrücken einfach zu wenig. Ich weiß, dass zusätzlich 9 Grünbrücken auch noch in Planung sind. Aber wir sagen, da legen wir doch bitte einen drauf, dass wir denn noch Geld für weitere 9 Grünbrücken bekommen, damit die Rotten, die Rudel und die Sprünge gefahrlos über die Straßen queren können. Und das ist nicht nur gut für die Tiere und dass es weniger Inzucht gibt bei diesen Herden, sondern es ist auch gut für die Menschen. Denn dort, wo es Grünbrücken gibt, steigt die Anzahl der Wildunfälle dramatisch. An einem Beispiel, da gab es in einem Jahr noch 68 Wildunfälle. Als die Grünbrücke da war, gab es nur noch 2. Dementsprechend, das Ganze ist gut für Mensch und Tier. Und wir hätten uns gefreut, wenn mit diesem, denke ich, kreativen, produktiven Antrag für unseren Haushalt, wenn da positiv mit abgestimmt würde. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Brandt. Für die FDP-Fraktion hat sich noch einmal Herr Kollege Höhne zu Wort gemeldet.